Hey, habe mit Locke gesprochen. Bane hat nur noch ein paar Tage. Diese Katharo-Wichser haben es für nötig befunden, ihn mit einem Virus vollzuspritzen. Das gleiche Zeug, das wir vor ein paar Jahren aus dem Mercy Hospital gestohlen haben. Derjenige, für den wir es besorgt haben, hat es an Merkywater verkauft und jetzt bringt es Bane um. Ich wusste von Anfang an, dass es ein schlechter Job war. Bane auch, aber er wollte das Callisto-Manuskript. Dieses verdammte Buch. Ich hätte ihm sagen sollen, dass er sich den Job abschmieren kann. Aber er sagte, wir bräuchten es dringend für etwas und um ehrlich zu sein, wären wir ohne es nie da, wo wir jetzt sind. Man frisst die Konsequenzen seiner Handlung, schätze ich. Dieses verdammte Buch. Unser Kunde braucht eine Blutprobe von einem Patienten der Isolierstation des Mercy Hospitals. Ihr müsst da rein, die Überwachung ausschalten, die Zivilisten überwältigen und mich in die Patientendatenbank bringen, damit ich den Kerl identifizieren kann. Bei den geringen Sicherheitsvorkehrungen sollte das ein netter, sauberer Job sein. Ich bringe euch übers Dach raus, wenn ihr fertig seid. Dieser Job ist ein wenig zwielichtig, vermittelt durch eine dritte Partei. Es hat etwas von einer Schattenfirma aus der Militärindustrie, aber das Risiko ist es wert. Die Bezahlung ist etwas, das wir in der Zukunft brauchen werden, plus einen netten Bargeldbonus. Leute, es fühlt sich an, als läge etwas in der Luft. Geld! Ihr brecht immer wieder ab. Könnt ihr mich hören? Ja. Erzähl uns schon den Plan. Alles klar. Mach doch mal Platz. Wir passen alle in den Aufzug. Hey du, verpiss dich. Oder was? Wollt ihr zwei einen alten Mann auf den nächsten warten lassen? Bane, ich habe nichts gehört. Dieser Wichser im Aufzug labert dauernd dazwischen. Egal, fangen wir einfach an. Okay, guys, remember. Computer, blood sample, validation, and then get the hell out by the elevator. No, and I hope you brought something to take out the security cameras with. Ja, und jetzt kommen wir zu... You'll have about 7 seconds to take out the cameras before the alarm goes off. I think this is your floor. You're looking for 3 cameras. I'll count down the time. Sag mal, Junge, kannst du bitte mal die Schnauze halten? Aber du siehst ganz schön stark aus, nicht schlecht. Ich möchte mal anmerken, dieser Job hier ist tatsächlich super schwer. Zu stealthen, im Solo-Bereich zumindest. Also, wir können ja natürlich laut spielen, klar. Aber er ist natürlich machbar in Stealth. Es gibt halt nur so ein paar Probleme. Problem Nummer 1. Wir haben hier, wie ihr seht, Panik-Buttons. Die Panic-Buttons sind gerade wegen den Zivilisten hier echt eine katastrophale Scheiße. Und ich gucke gerade, ob es hier noch irgendwie was anderes Wichtiges gibt. Klar, es gibt hier natürlich auch die Kameras, ne? Logisch. Habt ihr da auch einen Panic-Button? Bestimmt, oder? Ja, da ist ein Panikbutton, den sieht man so ein bisschen hier so unter der Rückenlehne, da neben dem Mülleimer ist leicht so ein Panikbutton zu sehen. Das heißt, die haben auch alle einen Panikbutton. Habt ihr einen Panikbutton? Nee. Aber erstmal gucken, wo wir jetzt hier nochmal die ganzen Buttons haben. Weil man kann den stealthen. Habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Weil ich das nie geschafft habe in diesen 7 Sekunden da. Hab's aber zugegebenerweise auch nur vielleicht 5-6 Mal probiert. Also ich weiß auch jetzt nicht genau, wie schwer oder einfach das Ganze ist. Ich weiß wohl, muss ich zugeben, ich habe damals einen Kollegen gehabt, der hatte das mal probiert gehabt und der hat das mit einer Loudsaw gemacht. Also einfach mit der Säge durchgerattert. Und hat dadurch dann alle Leute quasi auf seine Seite holen können. Beziehungsweise einfach auf den Boden gedrückt, ne? Aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es jetzt hier hinten gar nichts. Es gibt halt nur hier die Leute. Die eine Kamera hier. Die Kamera da. Und den Panikbutton hier. Der ist natürlich der gefährlichste. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das soloen soll, aber... Also zu viert denke ich mal wahrscheinlich kein Problem, aber solo halt schwer. Okay, ich würde hier anfangen, die zerschießen. Also hier anfangen. Die kaputt schießen, durchsprinten, während das alle runterschreien. Die zerschießen und dann den Zivilisten dann abmoxen. Ist das ein Plan? Ich meine, wird wahrscheinlich eh schief gehen, aber wir können es probieren. Wir haben leider auch nicht so viel Möglichkeiten hier mit dem Schießen, aber wir versuchen es. Ja, die Frage ist, wie genau hat das denn jetzt Alarm geschlagen? Habt ihr hier einen Panikbutton drin oder woher kam jetzt der Alarm? Oder hat einer hinter dem Counter da doch Alarm geschlagen? Weil hier war es offensichtlich nicht. Down.
Das war wahrscheinlich einer von euch, ne? Mit dem Button hier. Dann war ich hier zu langsam. Okay, wir versuchen es aber nochmal. Ist ja kein Problem. Ich fand das eigentlich vom Weg her schon gar nicht so schlecht. Aber, ich denke mal, der Panik-Button hat uns ja quasi so ein bisschen jetzt das Ganze versaut. Der ist an anderen Positionen. Ich hätte hier übrigens eine andere Crew mitnehmen sollen. Ich hätte hier... Nee, Chains ist dabei. Duke ist bei. Dann fehlt jetzt noch... Nee, Duke war bei der letzten Mal bei Hell's Island. Hier fehlt... Nee, warte mal, Bane hat hier ja auch geredet. Da habe ich letztes Mal Scheiße erzählt. Auf jeden Fall Chains müsste hier bei sein. Hoxton dabei. Ja. Ja, irgendwie so die Kante auf jeden Fall, ne? Also Ethan und... Ja, ist eigentlich auch egal, wer dabei ist. Hier ist auf jeden Fall ein Panic-Button. Okay, die drei Kameras sind auf jeden Fall ganz gut zu erreichen. Es gibt noch einen zweiten Panic-Button hier. Oh, den habe ich nicht gesehen. Aber wobei, ich glaube aber, dass ich diese Zivilisten hier unter Kontrolle kriegen kann, ohne dass die uns hier drin sehen können. Dann können wir hier reinsprinten, die beiden Kameras machen. Und dann die hier. Kamera 1, 2 und 3. Hä? Wieso wurden jetzt die alle... Ach, wegen dem da wahrscheinlich, ne? Ich war jetzt gerade kurz so, wieso haben die es jetzt gesehen? Außerdem, wie gesagt, angefangen mit dem Timer, weil die jetzt alle da Panik gekriegt haben, dass die Kamera gesehen hat und dann macht das generell, sobald ich die Maske anziehe. Ist ein wichtiger Punkt. Ja. Okay, wir haben jetzt hier die drei Kameras relativ dumm platziert eigentlich für die. Das ist ja widerlich, einfach nur widerlich. Okay. Okay. Okay, der Panik-Button wird aber instant gedrückt. Aber nicht von ihm, sondern da. Wie soll ich denn das machen mit dem Panik-Button? Weil wenn die instant Alarm schlagen, oder machen die es nur, weil ich einen Zivilisten töte? Das kann natürlich auch sein. Aber da die mit runter schreien, dann muss ich ja wirklich eine Säge mitnehmen. Ich meine, wir können es versuchen, eine Säge einzupacken, das könnte funktionieren. Weil ansonsten wäre es ganz schön schwierig. Okay, die Kameras sind aber okay. Okay, wir haben Kamera 1 hier, 2, 3 da. Ja. Okay. Okay, die 7 Sekunden, da kann ich mich mit der Säge nicht spielen. Ich muss sofort wirklich die Dinger kaputt schießen. Da bringt mir die Säge nicht viel. Also klar, die hilft mir, die Leute in Kontrolle zu bringen, aber ich muss halt trotzdem... Ja, brauche ich eigentlich gar nicht die Dinger da, die extra sind. Okay. 1, 2 und 3. Ich kann die Maske nicht anziehen. Ah, jetzt. Ich muss warten, bis er es gesprochen hat. Es ist aber echt widerlich. Mit drei Panik-Buttons in Summe sogar. Und drei Kameras alleine ist schwer. Aber hey.
6. On the ground. 5. Down. 4. Down. 3. Down. Okay. That takes care of the cameras. Kiss the fucking ground. Now you just gotta make sure no one gets away and alerts the guards in the ICU. Du bist... Also... Wow. Okay, ich meine, es war schon besser. Ich müsste mich zwar echt hart konzentrieren, so, aber es war schon besser. Aber ich war jetzt wegen den 3 Ausrufezeichen im nächsten Raum echt ein bisschen nervös kurz. Wegen dem Panikbutton. Und dann hat der den einfach gedrückt. Eiskalt. Kleiner Wichser. Okay. Das ist ein Scheißaufbau. Eine Kamera hier, eine Kamera da. Wo ist denn die Kamera 3? Achso. Okay, aber die ist, das hier ist Mist. Egal, ich versuch's. Hä? Oh, yo, da ist ein Arzt hingelaufen, lol. Okay, dass die natürlich instant dahin rennen, ist halt eiskalt. Also, boah. Okay, das ist natürlich hart. Vielleicht doch eine Säge mitnehmen für Angstfaktor? Oh. Oh, das sind gute Kameras. Boah, dass ich jetzt warten muss, bis er gequatscht hat, ist aber auch echt ein bisschen schlecht gemacht, weiß er nicht. Haben wir es dann? Cool. Wer denn jetzt? Wieso? Lol. Ja, wie ist denn der jetzt da hingekommen? Wo kam der denn jetzt her? Wie hat er das getan? Hä? Ich bin hier verwirrt, bin ich ehrlich? Hä? Wie ist denn der jetzt da hingerannt? Ich hab doch extra da hingeschossen. Oh, warte. Hey, ist doch... Ich bin klar, hier hinten ist der Pausenraum, aber wieso waren die überhaupt alarmiert? Weil die dürfen die Leichen ja hier eigentlich gar nicht sehen. Hä? Mein Problem ist halt, wenn ich die halt hier runterschreien, weggehe, ist sofort wieder einer dabei, dass er da hingeht und zum drückt. Ich kann ja den Raum gar nicht verlassen. Ist ja mies gemacht. Okay, Kamera 1, 2 und 3. Wird's Boulder? Hä? Moment, das heißt, die rennen da auch hin, obwohl ich keinen irgendwie auf mich aufmerksam gemacht habe? Also die sehen mich nicht, haben kein Ausrufezeichen und drücken trotzdem den Panikknopf. Okay, das ist natürlich hart. Also den Main-Raum unter Kontrolle zu kriegen, das glaube ich, kriegen wir jetzt mittlerweile ganz gut hin. Denke ich mal. Aber das ist natürlich mies. Holy moly. Okay, dann die sich natürlich jetzt was überlegt, das ist natürlich dann kompliziert für Solospieler. Na geil. Ich meine, ich... Okay. Wie mache ich denn das? Am besten eine zweite Waffe mit, die mehr Schuss hat, wa? Nee, Moment! Die war safe noch am Laufen.
Hä? Jetzt bin ich doppelt verwirrt. Okay, ich muss auf jeden Fall eine andere Waffe mitnehmen. Die klappt nicht. Also da müssen wir safe hingehen und die Swedish Cards auch schon mitnehmen. Wo ist denn die? Gott, die werde ich nie wieder nie finden. Doch, da ist sie. Karl Gustav M45. Ja, ja. What the fuck, Junge? Oh, hi, Jimmy. Scarface und Wolf. Gute Mischung. Also ich meine, hier stehe ich eigentlich ganz gut. Wobei jetzt hatten... Na, nee, hier den Nebenraum habe ich vergessen. Den hier habe ich vergessen. Da könnten die auch gedrückt haben. Oh, allein ist aber ganz schön hart. Wie soll man das denn machen am besten? Also hier, da und hier. Verstehe ich nicht. Nee, hier wurde nicht gedrückt. Safe, hier wurde nicht gedrückt. Hat die jetzt vielleicht gedrückt? Aber die habe ich doch runtergeschrien alles. Nee, hier war safe nicht. Die habe ich kaputt geschossen, bevor die es machen konnte. Safe nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Ist ja noch ein Panic-Button vielleicht, den ich nicht kenne? Hä, wie? Also ich fand, ich war jetzt schon echt gut. Ja, klar sind die schon da, natürlich. Aber ich war trotzdem schon echt gut dabei. Hm. Schade. Ja, what the fuck, wie haben die jetzt denn bitte... Also, ich habe doch jetzt den Hauptraum unter Kontrolle gebracht. Den Nebenraum da, wo die hingerannt ist. Und in den dritten Raum, wo ich reingekommen bin, bei den Fahrstühlen, da war doch auch eigentlich alles frei. Hä? Also ich bin auf jeden Fall deutlich verwirrt, muss ich zugeben. Ich wüsste jetzt nicht, woran es da gelegen hat. Naja. Ich meine, könnt ihr mir dann letzten Endes noch schreiben, welche davon habe ich eigentlich gehabt jetzt? Die linke oder rechte? Hm. Also die ist akkurater als die hier. Deutlich sogar. Ja, ich glaube, die hier war besser. Aber was habe ich denn da jetzt? Also, hä? Ich gucke mir mal eben ganz kurz an, wie das war, weil da bin ich ehrlich, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich da machen soll. Ansonsten machen wir einfach laut. Okay, guys, remember, computer, blood sample, validation, and then get the hell out by the elevator. No, and I hope you brought something to take out the security cameras with. Also man kann den Job tatsächlich stealthen. Habe ich jetzt nachgeguckt. Aber, da sind sich die Leute auch selber uneinig. Ja, halt mal die Fresse bitte, Bane. Mhm. Die haben sich auf jeden Fall, also die sind sich da ein bisschen uneinig, die Leute. Auf der einen Seite heißt es, wenn du eine Person, egal wen hier killst, geht automatisch der Alarm los. Was auch sich ein bisschen decken würde mit dem, warum die da jetzt Alarm geschlagen hat, obwohl die eigentlich vorher erschossen wurde. Aber... Andere sagen, das Beste, was du tun kannst, ist einfach alle abschießen, beziehungsweise halt eigentlich die Leute, die bei Panic-Buttons sind, abschießen, dann wäre das Ganze sicherer. Jetzt ist natürlich diese Mischung aus beiden natürlich schwierig nachzuvollziehen. Ich dachte erst, okay, das sind halt ein, zwei Leute, die reintrollen, die das halt schreiben, aber nein. Das sind wirklich viele, die sagen, ey, nur mit Schießen kriegst du Leute unter Kontrolle. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist es halt mit den Kameras natürlich auch übelst Luck, weiß nicht. Könnte, so wie jetzt hier zum Beispiel, schwierig sein, weil die sind zwar alle hier und wir müssen da hinten halt gucken und den Gang runter. Also am besten wären die Kameras halt da, da und am besten hier rechts, damit ich das alles in einem Sichtwinkel habe, so dünn, dünn, dünn und dann die Leute unter Kontrolle kriege. Der Vorschlag mit der Säge, den ich da jetzt auch hatte, der ist natürlich korrekt, das heißt, wir können einfach hingehen und hier mit der Säge rumsägen und damit eventuell die Leute mit dem Stockholm-Syndrom und sowas auch besser unter Kontrolle kriegen.
Aber allein, dass die aus den Nebenräumen übergerannt kommen, obwohl die eigentlich gar nichts mitbekommen haben, finde ich ein bisschen schwierig. Und es gibt noch ein Problem. Es gibt nämlich ein Achievement, aber dieses Achievement hat einen großen Nachteil. Wir gehen mal ganz kurz gucken. Und zwar gucken wir nach No Mercy. Ja, und zwar müssen wir No Mercy auf der Schwierigkeitsstufe schwer oder höher und stell die Stromversorgung innerhalb von 5 Sekunden nach dem Abschalten wieder her. Ne, das ist was ganz anderes. Ohne den Alarm zu schlagen, bevor die Intensivstation erreicht wird. Genau, es gibt nämlich ein Achievement dafür. Aber das machen wir vielleicht irgendwann in der Zukunft mal, eventuell, wenn ich da irgendwann mal Bock drauf haben sollte, vielleicht auch nicht. Ich weiß mich selbst noch nicht genau, ob ich alle Achievements machen möchte oder nicht. Aber wenn, dann wäre das auf jeden Fall eins der Sachen, wo wir vorher richtig mit Planung rangehen müssen. Außerdem gibt es noch einen Punkt, der auch noch wichtig dabei ist, der das Ganze nämlich auch noch ein bisschen erschwert. Und zwar ist dieser Job nicht vollständig stealthbar, sondern nur zu einem gewissen kleinen Teil. Das heißt, wir müssen, sobald wir dann den ersten Part erfüllt haben, sowieso dann laut spielen. Naja, machst du nichts. Oh, ist Alarm losgegangen? Wie ärgerlich. Zack, 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 zack. Zack und zack. Aber natürlich, mein lieber Pain. Good it. Guten Tag, mein Freund. Weißt du, was witzig ist? Du wartest, bis ich reinkomme. Ich muss das nicht. Ihr seid solche Lappen. Das sieht so geil aus, ne? Ich finde dieses Ding so geil. Also das ist mit Abstand die beste Säge im ganzen Spiel. Eine wirklich nice Idee. Jens? Don't move a muscle, boy! Oh, da kommen sie von oben. Hallo! Okay, anscheinend doch nicht. Aber auf jeden Fall wäre es ein Achievement, was natürlich deutlich einfacher wäre, wenn wir es mit anderen Leuten zusammen machen. Kann man nicht anders sagen, ist natürlich hier schon ziemlich wichtig. Oh, ich spiele auf Death Sentence. Nee, das machen wir, das, tatsächlich muss ich zugeben, machen wir nicht, weil ich habe vor, wie gesagt, danach ja noch einen Death Sentence One Down Run zu machen. Und dann will ich diese ganzen Death Sentence Jobs aufheben für dann. Also ich würde es mir tatsächlich sogar zutrauen, aber ich will es jetzt nicht in dieser Serie machen, sondern die danach kommt, weil die hier ist ja eh so gut wie beendet. Da kommen jetzt, glaube ich, noch irgendwie 14 oder 15 Jobs insgesamt und dann ist eh Ende. Weißt du? Also mit dem normalen Run. Das sind die schlechtesten Kameras, die wir hätten haben können, aber die sind uns eh egal. Ja, darf ich dann bitte? Das mit der Maske ist halt Quatsch, dass man die nicht vorher anziehen darf. Okay. Ja, wer hat gedrückt? Also die waren noch nicht da. Da habe ich extra drauf geguckt. Safe nicht. Aber das wird auf jeden Fall spät. Also ganz ehrlich, wenn wir es irgendwann mal machen sollten, dann wird das auf jeden Fall ein ekelhaftes Ding und du. Naja, ist nicht so wichtig. Jetzt gerade machen wir es ja eher laut. Aber ich frag mich echt, wer den gedrückt hat. Naja, ist ja auch egal. So, meine beiden Freunde. Ach, jetzt schießt er doch auf einmal. Okay. Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig. Wo gucken die denn hin? Hallo? Stirbst du bitte? Auch? Ich sterbe einfach fast an Polizisten. Stark. Tatsa. In knapp 30 Sekunden kommt krass die Hölle auf dich, mein Freund.
Würden Sie bitte die Civilians in Ruhe lassen? Das ist wirklich unhöflich. Wo willst du hin, mein Freund, ha? Denkst du, mich interessieren die Cleaner Costs, mein Freund? Zack, oh, ich hab keine Carrot Ties, schade. Kill the Medic. Ah, wer hat ihn gedrückt? War das dann doch die, die gedrückt hat oder so? Hm. Komisch. Er wird mich ja doch ein bisschen interessieren, irgendwie. Ein Kloker. Zack und zack. Oh, hell no! Bonk. Ah, da hockt ja einer. Nett. Au. Lang noch? Achso, ich seh's ja eben links. Ah, sorry, kein Fehler. Alter, die Polizisten tun teilweise mehr weh als die dicken Cops. Cool. Alle festgenommen, ne? Nice. Leute, kannst du bitte den nicht heilen? Danke. Pendejo, auf dem Boden. Donk, 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 donk. Einmal kurz reparieren. Zack. Auf die Geiseln verzichten wir jetzt mal ganz kurz, weil ich habe eh noch keinen Unterschied bis jetzt bemerkt. Man sagt immer so, wenn man genug Geiseln hat, dann sollten die auch angeblich irgendwie einfacher werden, die Polizisten, oder weniger aggressiv vorgehen. Das halte ich aber für absoluten Schwachsinn, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die immer aggressiv vorgehen. Also, naja. Ja, vielleicht ist da was dran, aber ich habe zumindest noch nie was davon gemerkt. Kloka. So. Mach was links. Ja, dauert wieder ewig. Drei Patienten gibt es, okay. Ja, spätestens wenn wir hier reingekommen wären, wäre übrigens eher alarmlos gegangen, witzigerweise. Aber irgendwann machen wir es ja schief und dann vielleicht mal. Vielleicht. Hallo. Oh, ja, Nate. Es wird erhellt, alles. Alter, wie viele Leute haben die eigentlich bei der Polizei hier? Meine Fräse. Wo ist Zivilist? Ich hab extra einen mitgenommen. Oh, hoppala. Come with me, please. Hey, was heißt... Ich dachte, ihr solltet noch kurz warten, Jungs. Ist gerade nicht eigentlich mein Punkt hier? Kommst du bitte mal mit? Hallo. Willst du nicht? Warum nicht? Dann halt nicht. Mir ist es egal. Guck mal, hier wäre die Frau gewesen und alles. Interessant. Oh. Gott. Einfach reinhalten mit der Pistole. Irgendwas treffen wir schon. Der Gang ist so lang, irgendwas können wir jetzt schon treffen. Hallo. Ja, hallo. Nee.
Eine Medic. Der wollte die gerade heilen. Naja, schade. Haben die schon wieder ein Dach aufgesprengt? Leute, jetzt mal ohne Witz, also ich will euch echt nichts sagen, sondern aber... Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass ihr mehr zerstört als ich in dem Spiel? Also ihr legt das ganze Gebäude ja quasi in Schutt und Asche. Weißt, ich bin nur hier, um so ein Kind am Pülchen zu klauen. Naja. Im letzten Endes müsst ihr es ja wissen, aber schon ein bisschen übel. Ja, wenn er da aufsteht, selber schuld. Aber willst du mal meine Geister in Ruhe lassen? Einfach den Gang runterhalten. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? What the fuck? What the fuck ist hier hinten los, Junge? Wir können schon mal ganz kurz das nächste sägen. Hier dürfen wir nicht. Hm, fett. Hm? Ach so, wow. Das sieht jetzt auf einmal ordentlicher aus. Ich schwöre euch. Normalerweise sind die hier komplett versaut. Naja. Selbst schuld. Achso, hab ich schon, Leute. Nee, hab ich. Hä? Hab ich auch schon gemacht. Ich hab das doch auch in den. Bin ich jetzt doof? Oder müssen wir jetzt einfach warten? Achso, ja, stimmt, wir müssen warten, ne? Weil es dauert einfach. Ja, sorry, mein Fehler. Ich habe auch gerade Ben nur so halb zugehört, wenn ich ehrlich bin, weil ich heute gerade ein bisschen beschäftigt hier. Naja. Aber sieht schon echt übel aus hier, du. Mi friendo. Ach, guck mal, jetzt haben wir das, was ich meinte. Ja, ist schon ein bisschen ekelhaft, wa? Oh, hi. Ey, ich sehe nichts mehr. Alter, wie viele Leichen hier rumliegen, ne? Krank. Schon wieder ein Loch reingeschlagen. Leute. Also, ihr müsst echt mal aufpassen. Oh mein Gott, der ist ja komplett im Arsch, der Typ. Holy shit, der ist aber richtig übel unterwegs, der Junge. Alter Schwede. Naja. Naja. Die Frage ist, ist das jetzt richtig oder falsch? Oh. Wird ein bisschen gezugelt. Oh, Chains was down. Oh. Shit. Der hält sich, der mich drüber geflogen ist. Geil. Okay, ganz so eine Frage. Draw Blood. Ich habe in Erinnerung, dass ich das irgendwie untersuchen musste in der Zentrifuge. War das richtig oder falsch? Achso, lol. Ja, mach euch kaputt. Ah ja. Hatte ich natürlich im Kopf gehabt. Aber ich war irritiert, weil das da hinten so gelb geleuchtet hat bei seinem Arm. Naja. Aber ich hatte es eigentlich in Erinnerung gehabt, dass das was machen müssen. Ist ja auch egal. Oder ist jetzt quasi, dass die Leiche schlecht ist. Kann das, also, noch ist es ja wahrscheinlich kein Leiche, aber
Ist der Patient dann quasi schlecht? Holy shit, Junge. Okay. Wie die alle fliegen. Leute, was ist denn hier los? Ja, erst schubsen, dann aufgeben, wa? Wichser. Alter. Holy moly. Ich sehe halt nichts, Junge. Was soll ich machen? Er hat ja genug, ne? Alter, was ist denn hier los, Junge? Oh mein Gott! Alter, was ist das für eine Leute? Wäre es nicht eigentlich so klug, hier irgendwie eine Barrikade hier aufzubauen? Jetzt mal im Ernst? Das ist ja übel. Okay. Haben wir? Okay. Dann warten wir mal für den Elevator, wa? Alter, das ist einfach nur... Überall war nur Gegner. Du hast einfach keine freie Fläche von irgendwas, ne? Einfach alles voll. What the fuck, Junge? Ich hasse dich. Vielen Dank fürs Helfen. Kein Problem, Bane. Lass die Zeit. So, mal ganz kurz die Ampulle hier nehmen. Oh, ich bin leer. Schade. Vielen für die Munition. Läuft wieder aufgeben. Pendejo. Ja, das war ja klar. Ist natürlich auch auf der anderen Seite der ganzen Karte. Natürlich. Wo auch sonst. Weil wir schon mal hier sind. Aber kurz heilen. Meine Güte. Ich hab mich erwischt. Oh, da ist doch einer. Da war, glaube ich, ein Cloaker hier. Siehst du? Hab ich genau gehört. Shield God, fuckt. Ist der Schild hinten tot oder was? Ah, keine Ahnung. Wird wohl sein. Hey, ich war doch voll verdeckt hier. Ah, ist doch egal. Ah, war klar. Ganz ehrlich, mit der Karte kannst du ja gar nicht verhindern, dass er die Power ausstellt hier. Ah, frech. Ich denke, du kannst bestimmt in einer Vierergruppe wieder verhindern, aber alleine keine Chance. Ach, hier ist auch so ein Blood-Sample-Gerät. Oh.
Aber es geht sogar noch weiter nach hinten. Ne, hier geht's nicht lang. Das ist ein anderer Raum oder was? Also, Junge, mach doch mal Platz jetzt hier. Nicht hier. So, jetzt aber, meine Güte. Au. Boah, Junge, also auf den engen Gängen hier. Holy moly. Welchem Floor sind wir hier? Okay. Ob hier irgendwas draufsteht, was irgendwie witzig sein könnte? Mein Freund, komm bitte auf meine Seite. Danke für die Dingensgranate. Ja, Erschütterungsgranate geworfen. In welchem Floor sind wir denn? Müsste nicht eigentlich irgendwo eine Nummer stehen für den Floor, wo wir gerade sind, normalerweise? Naja. Bye bye, Medic, fuck. Jo, oh, 10.000 Damage, lecker. Ey, muss nicht, oder? Au. Nee, warte, das war viel zu weit. Lol. Oh, lol. Danke. Sag mal, eine Frage. Wie lange ist eigentlich dieser Fahrstuhl? Jetzt mal im Ernst. Also, das Ding ist ja wirklich Slow Motion. Da würde ich ja lieber die Treppe nehmen, anstatt das Kackdingen hier. Als ob so ein Gebäude keine Treppe hat. Die haben immer Treppen. Jetzt mal im Ernst. Wieso wollen wir nicht sogar die nutzen? Geht doch 200 Mal schneller als in dem Scheißteil hier. Alter, ich sehe nur noch Zahlen. Das sind so viele Leute, einfach nur Zahlen. Jetzt sind wir in Floor 0 oder was? Ey. Sag mal. Da boxt mich einfach so ein komischer Dose von der Seite. Was soll denn das? Ah ne, 4, stimmt. Stand ganz am Anfang dabei. Das sagst du mir jetzt? Danke. Oi, 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 oi. Ah, noch ein bisschen mehr mitnehmen, ne? Der hat ja wie gesagt genug. Den packen wir mal am besten da hinten, die... Ampulle-Dingens da rein in den Scheiße, wie heißt das Ding? Ich hab's gerade eben nochmal gesagt gehabt. War kaputt, schade. Oh, hi. Okay, das ist gerade ein ekelhafter Raum. Sample Invalid. Ah, frech. Ja, wo er hinguckt. Hä? Nein, ein Ho! Einfach so ein verkackter Cloaker. Das ist irgendwie ein komischer Job. Also irgendwie auch wieder ganz nett, aber irgendwie komisch. Weiß er nicht. Also meins ist es jetzt nicht. Der ist schon wieder invalid. Ach, ist doch scheiße.
So. Oh ja, genau. Alles voll. Ja, wie viel wollt ihr haben? Ja. Holy moly, Junge, ist es voll hier. Das wäre eigentlich ganz geil hier bei Payday 3, wenn du jetzt die Waffen hättest zum Leveln. Ey, jetzt so viele Gegner. Damn. Au. Ey, was soll denn das? Okay. War da ein Dozer oder was hab ich gerade gesehen? Alter, was da alles vorbei huscht? Ich hör auf jeden Fall einen Dozer irgendwo. Jetzt wird's aber echt frech hier. Ja, danke. Oder muss ich noch irgendeinen anderen rausholen? Nee, ne? Sagen wir jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Was soll denn das hier? Hallo? Ja, jetzt werde ich hier gedauerkillt. Nice, danke auf jeden Fall. Na komm, Jacket, wehr dich. Kill sie alle. Eine Frechheit. Hallo, Leute. Wo bleiben die Kills jetzt hier? Alter. Ich könnte auch wieder einen neuen Kumpel auf meine Seite holen, aber... I got your buddy, er ist gestorben, mein Freund. What the fuck? Okay. Alles klar. Hey, Junge, was geht denn jetzt hier gerade ab? Die ganze Zeit renne ich durch die Gegend, niemand interessiert es, auf einmal sterbe ich hier die ganze Zeit. Was ist da los? Ah, die werfen doch gerade mit unfassbar vielen Nades durch die Gegend und alles. Damn. Na danke. So, jetzt aber. Aber natürlich, ich glaube, jetzt ist auch Ende. Huch, wo ist das Ding? Okay. Ja, wenn es die gleiche Geschwindigkeit hat wie gerade eben, dann ist es eh schwierig. Ah ne, warte mal, ein Raum kommt noch. Stimmt, wir müssen noch zum... Stimmt, wir müssen noch zum, Rettungswagen, was glaube ich, der da steht, ne? Und jetzt fliegen wir erstmal runter. Mach's gut, ciao, ciao. Ja, natürlich. Was auch sonst? Ja, die jagen einfach das ganze Gebäude in die Luft, ey. Ja, get out. Du bist ein Witzbold, Junge. Und wir sind alle nicht mal einen Zentimeter weggerutscht. You need a Kröber. Ja, natürlich, zufälligerweise steht hier eine. Klar. Wie die Klappe mich nochmal gehauen hat, habt ihr gesehen? Okay.
So halber Zombie-Raum hier. Glory days. As soon as we get our payday, I'm cutting ties with the idiot that got us this job. Need to find out what the hell happened and who those mercs were. Got a feeling this job is gonna come back from the dead to haunt us. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe vollkommen vergessen, wie krank dieser Job irgendwie hier ist, aber also ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, bin ich ja ehrlich, weil wenn wir jetzt auch vergleichen, 27 Minuten lohnt sich auch nicht unbedingt von dem Geld her. Weiß ich nicht. Also Shackleford Auction vor zwei Jobs, da war schon das geilste, aber jetzt das hier, weiß ich nicht. Schwierig. Big Brother Magazine. Total krank auf jeden Fall. Naja. Ja, was jetzt uns noch fehlt, ist, beim nächsten Mal kommen wir zum Weißen Haus und dann ist die Hauptgeschichte quasi wirklich tatsächlich abgeschlossen. Dann kommt nur noch Zeug, was im Nachhinein mit ein paar DLCs erweitert wurde, die aber eigentlich mit der Hauptgeschichte gar nichts mehr zu tun haben. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!